Dankeschön. Also hallo nochmal, mein Name ist Stanislaw Spaczynski und ich werde heute ein Webinar mit dem Thema Skyway-Technologie, Kurzpräsentation und aktuelle News abhalten. Das Webinar wird in etwa eine Stunde dauern, danach habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Kurz zu meiner Person, geboren in Ungarn, aufgewachsen in Russland, habe ich mein ganzes erwachsenes Leben in Deutschland verbracht. Hier habe ich Maschinenbau mit Fachausrichtung Fahrzeugtechnik studiert. Danach habe ich einen Masterabschluss in Management für nachhaltige Entwicklung gemacht, wo ich als Masterarbeit eine Ökobilanz für Asphaltrecycling gemacht habe. Man kann also unschwer erkennen, dass ich mein ganzes Leben mit dem Thema Transport und Nachhaltigkeit beschäftigt habe und eben in diesem Bereich meine Kernkompetenz aufgebaut habe. Nachhaltigkeit bedeutet übrigens die Kunst, eine Organisation ökologisch neutral mit hoher sozialer Akzeptanz und einem hohen wirtschaftlichen Gewinn aufbauen zu können. Deswegen bin ich aus meinen beiden Studienbereichen ausgehend gut bei dem Projekt Skyway beheimatet und kann als Muttersprachler vielleicht auch die Zusammenhänge erklären, die bei der aktuell eher bescheidenen Übersetzung der Skyway-Webseite untergehen. Hier nochmal die heutigen Themen. Zunächst werde ich die kurze Präsentation der Technologie abhalten. Danach gehe ich zu den aktuellen News über, die im Zeitraum zwischen dem 14. Januar und 7. Februar aufgekommen sind. Und anschließend ist die Fragerunde geplant, die ich jedem ans Herz legen möchte. Denn ihr wisst ja, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten, die ich heute eigentlich verkneifen möchte. Stellt also eure Fragen, dann werdet ihr merken, dass auch andere sich für euer Thema interessieren. Stellt auch besonders die Fragen, die ihr vielleicht als kritisch erachtet. Denn ich kann euch versichern, bei Skyway läuft alles viel besser, als man sich vor 2 Jahren in kühnsten Träumen vorstellen konnte. Deswegen kann man die meisten Themen, die von manchen Partnern vielleicht als Risikofaktoren empfunden werden, einfach mit Logik und Argumentation ausmerzen. Also bitte, stellt eure Fragen. So. Gehen wir zu der Präsentation über. Zunächst zu dem Erfinder. Anatolij Eduardovich Sinitsky ist gelernter Ingenieur für Bahntechnik, Erfinder und Visionär. Seine Verdienste sind hier auf der Folie mit aufgeführt. Er ist der Autor von über 100 Erfindungen, Dutzenden Patenten und Auszeichnungen und einer Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten. Er ist gut bekannt in Fachkreisen und in den letzten Jahren mit der explosionsartigen Entwicklung seines Unternehmens auch außerhalb der Fachkreise. Er tritt auch immer wieder in unterschiedlichen Medien auf, zum ersten Mal schon im Jahre 1989, wo er in einem Dokumentarfilm sein Konzept zur raketenlosen Weltraumerschließung der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ja, danach folgten noch weitere Filme in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Die wichtigsten Medienberichte über Anatolij Junitski werde ich jetzt gleich auch in den Chat stellen. Das kann man nachlesen. Also es gab wirklich sehr viele in den letzten Jahren. So. Allein das war für mich der Hauptgrund, diesem Mann irgendwann mal mein Vertrauen zu schenken. Denn genau diese selben Ideen, die er vor 30 Jahren vertreten hat, hat er über Jahrzehnte beibehalten. Die vertritt er heute auch noch. Er ist wirklich ein Visionär, ein Mann des Wortes. Damals schon im Film von 89 hat er erzählt, dass er sein Heimatdorf wegen der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl verloren hat. Das Fleckchen Erde, welches er so liebt hat, wo er seine Kindheit verbracht hat, ist nun zur Geisterstadt geworden, wo sich keiner mehr hintraut. Ja, ich habe da noch ein paar Fotos dazu gemacht. Genau, das sind die Fotos von dem alten Film und von dem neuen Film über sein Dorf. Ja, er erzählt, wie er sich anfühlt, die Heimat für immer und ewig verloren zu haben. Und sein Leben lang appelliert er an die Menschen, einfach aufzuwachen. Denn wenn wir es weiter so machen, wird unsere gesamte Erde zu einem Geisterplaneten, wie sein armes Heimatdorf Krüki, wo man sieht hier auf den Fotos, ja, diese Geisterstadt, die verwachsen ist. Ja, ich leg noch mal einen Link von dem Dokumentarfilm von 89 dazu mit den deutschen Untertiteln. Finde ich ganz interessant und spannend.
Aber meiner Ansicht nach ist das Dorf Krüki nicht umsonst zum Opfer gefallen. Denn das hat Anatoli Junitski die Kraft und die Ausdauer gegeben, an seinem Lebenswerk trotz allen Steinen, die ihm in den Weg gelegt wurden, weiterzuarbeiten. Anatoli Junitski hat 50 Jahre seines Lebens für die Entwicklung von Transportinfrastruktursystemen gewidmet, die aus der Sicht der Physik für Erdbedingungen optimal sind. Seine Grundüberlegung war eigentlich sehr einfach und für jeden nachvollziehbar. Was passiert aus der Sicht der Physik, wenn man einen Körper in der Horizontalen von Punkt A zum Punkt B bewegt? Sowohl am Anfang wie am Ende des Weges befindet sich der Körper im Ruhezustand und auf derselben Höhe bezüglich des Meeresspiegels. Das heißt, der energetische Zustand des Körpers hat sich nicht geändert. Doch wo sind dann die ganzen Energieaufwände geblieben, die man ja für die Fortbewegung verbraucht hat? Es hat sich herausgestellt, dass die gesamten 100% der Energie allesamt für den Widerstand gegen die Umwelt und letztendlich für ihre Zerstörung aufgewendet werden. Und beim Hochgeschwindigkeitsverkehr, also ab ca. 350 km/h, spielt der aerodynamische Luftwiderstand, sieht man hier und beim Auto hier, spielt er die entscheidende Rolle. Denn er ist für 90%, also beim Fahrzeug vor allem für 90% der Verluste zuständig. Vergleicht man also die beiden bekannten Varianten der Hochgeschwindigkeitsbewegung auf der Erde, das Fliegen und das Fahren, wird schnell klar, dass Fliegen als optimales Verkehrsmittel schnell ausscheidet, weil man eben so viel Energie für die Erzeugung von dem Auftrieb verbrauchen müssen, weil wir gegen die Gravitation arbeiten. Ja, und dieser Energieaufwand ist meistens sogar noch höher als der zum Vermeidung des Luftwiderstands oder Ausgleichen. Ja, wenn man dazu aber das Auto anschaut oder jedes Fortbewegungsmittel auf dem Land, also Landfahrzeug, dann sieht man einen gravierenden Nachteil. Das ist dieser Bodeneffekt. Dieser Effekt kommt zustande, dass ein Teil der dem Fahrzeug entgegenströmenden Luftmasse unter den Unterboden gepresst wird. Das verbraucht Energie und erzeugt Auftrieb, den man im Hochgeschwindigkeitsbereich mit sogenannten Spoilern entgegenwirkt. Ja, und Spoiler kommt ja aus dem Englischen durch vernichten. Ja, man tut diese Strömung, diese schöne Umströmung vernichten, damit das Fahrzeug nicht auffliegt bei höheren Geschwindigkeiten. Und das ist ja auch wieder Energieverlust. Ja, außerdem begünstigt die Dekompression dieser zusammengepressten Luft hinter dem Fahrzeug die Turbulenzerscheinung, die letztendlich für den Niederdruck hinter dem Fahrzeug zuständig ist. Also ich habe jetzt schon wieder meine Maus. Jetzt habe ich sie. Oh, jawohl, also wir haben hinter dem Fahrzeug auch diese Turbulenzerscheinungen und das kommt zu dem Saugeffekt. Also es kommt zu Unterdruck hinter dem Fahrzeug und das Fahrzeug wird zurückgesaugt quasi von dieser Turbulenz. Und das alles verschlechtert natürlich diese Luftwiderstandskoeffizient. Also allein dieser Bodeneffekt verzweieinhalbfacht den Luftwiderstandskoeffizient eines Fahrzeuges. Deswegen ist ja die Schlussfolgerung ist ja dann klar, ne? Man muss ein Fahrzeug fahren, was auf kleine, also schlanken Bahn fährt, die keinen Bodeneffekt verursacht, wie das bei Skyway auch realisiert wurde. Doch wie baut man eine Bahn, die schlank genug ist, um keinen Bodeneffekt zu verursachen? Dazu vielleicht ein kleines Beispiel. Hier sehen Sie drei Tragkonstruktionen, die eines gemeinsam haben. Die Brücke, der Fernsehturm und das Seil können in etwa dieselbe Nutzlast von 100 Tonnen tragen. Doch worin liegt der Unterschied? Ja, die Brücke ist auf Biegung, der Fernsehturm auf Druck und das Seil auf Zug belastet. Das macht eben die Belastungsart aus. Für Biegung und Druck braucht man mehrere Quadratmeter Querschnitt, um die Last von 100 Tonnen zu tragen. Bei der Zugbelastung braucht man aber nur wenige Zentimeter Querschnitt, um dieselbe Tragfähigkeit zu haben. Damit ist klar,
dass die Zugbelastung für duktile Materialien wie Stahl zum Beispiel die günstigste Belastungsart ist. Schauen wir weiter. Hier ein Gedankenexperiment. Eine Fahrbahn ist im Allgemeinen ein längliches, schlankes, zusammenhängendes Gebilde, welches wir am besten verkleinert als eine Gitarrensaite vorstellen können. Jedermann weiß, dass eine ungespannte Gitarrensaite weich und flexibel ist. Die kann man leicht mit zwei Fingern verbiegen oder plastisch verformen. Sprich, so dass die Verformung nach dem Loslassen der Saite bestehen bleibt. Diese Saite ist dann aus der Sicht der Festigkeitslehre zerstört und die Kunst eines Ingenieurs besteht darin, die Konstruktion, in diesem Fall die Gitarrensaite, so zu bemessen, dass sie den auftretenden Belastungen, in dem Fall eine Biegebelastung, standhält. Wird aber dieselbe Saite auf eine Gitarre gespannt, kann man plötzlich viel größere Querkraft aufbringen und trotzdem verbiegt sich die Saite nicht. Mehr als das, die kann sich gar nicht mehr verbiegen, da die Vorspannung größere lokale Verformungen einfach nicht zulässt. Wenn man zu große Querkraft aber auf die Saite einwirken lässt, dann verbiegt sie sich trotzdem nicht, sondern reißt irgendwann mal. Und das Reißen tut sie nicht dort, wo wir die Kraft aufgebracht haben, wie es bei der Biegebelastung der Fall ist, sondern an einer der Kanten, über die die Saite gespannt ist. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Saite durch Zugüberlastung und nicht durch Biegeüberlastung zerstört wurde. Ja, daraus können wir also schlussfolgern, dass eine gespannte Saite eine Querkraft wie eine zusätzliche Zugbelastung empfindet. Ja, ist es hoffentlich soweit plausibel. Also unbelastete Bahn empfindet dieses Rad als eine Biegebelastung und eine gespannte Bahn als eine zusätzliche Zugbelastung. Und das bringt eben diese riesigen Vorteile mit sich. Wenn man das wieder auf die Größe einer Eisenbahn skaliert, bedeutet das, dass bei der gewöhnlichen Eisenbahn die Schiene so wie eine ungespannte Saite da liegt, die ja leicht biegeweich ist. Und außerdem kann es sogar passieren in warmen Monaten, dass sie druckvorbelastet ist, ja, weil wegen der Wärmeausdehnung, die dehnt sich ja aus. Also die Schiene und bekommt Druckbelastung. Das ist ja noch schlimmer als eine ungespannte Saite. Vergleicht man dasselbe mit Skyway, wie gesagt, da haben wir reine Zugbelastung und deswegen kann diese Schiene das 30-fache tragen. Deswegen braucht man für eine Skyway-Schiene nicht alle halben Meter so eine Bandschwelle, sondern man kann sie nur alle 40 bis 100 Meter stützen. Ansonsten ist es eine frei in der Luft verlegte Schiene. Von der Größe ungefähr wie eine Eisenbahnschiene. So, auf dieser nächsten Folie ist der prinzipielle Aufbau und die Funktion der Skyway-Bahn dargestellt. Die Stringschiene ist stets hohl und beherbergt mehrere vorgespannte Stahldrähte. Das sind hochfeste Stahldrähte. Der übrige Platz ist in der Schiene mit einem Spezialbeton verfüllt. Die Funktion des Seiles oder dieser String ist auf dem nächsten Bild sichtbar. Da ist ein Vergleich zwischen einer Hängebrücke und einer Stringbahn. Man sieht, dass dieses Seil innerhalb von der Stringbahn genau dieselbe Funktion hat wie dieses Seil oberhalb der Hängebrücke. Ja, der ist genauso verlegt, oberhalb von den Pylons oder den Stützen ist es ganz oben verlegt und in der Mitte ganz unten. Und das ist dazu da, weil wenn man sich vorstellt, jetzt bringt man eine Vorspannung in diese String herein, versucht sie sich gerade zu biegen, richtet sich aus und drückt damit diesen Durchhang wieder nach oben. Und so kann man trotz der schlanken Aufbau der Bahn exakte Geradheit erreichen. Wenn man es überspitzt, kann man sogar so weit gehen, dass eine unbelastete Bahn, ich kriege wieder diese Maus nicht her. Ja, egal, ganz unten dieses blaue Bildchen,
Ja, da sieht man, dass man kann es überspitzen, man kann die Bahn so konzipieren, dass wenn die nicht belastet ist, wird sie sogar eine Gegenbiegung nach oben haben. Sieht man hier das blaue Fahrzeug und die Bahn. Ach komm, kannst du mir die Maus vielleicht reichen? Kannst du nicht, ne? Das ist es ja. Ah, jetzt. Ja, also hier in dem Bereich ist es unbelastet, deswegen nach oben vorgebogen. Und hier, wenn da ein Fahrzeug bestimmter Masse kommt, dann ist es exakt gerade. Ja, zum Beispiel weiß man, dass eine bestimmte Strecke von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen von der Masse 3 bis 4 Tonnen befahren wird. Je nach Anzahl der Passagiere. Da kann man die Strecke so bemessen, dass sie in einem unbelasteten Zustand so eine Gegenbiegung aufweist wie hier. Dass diese Gegenbiegung genau bei 3,5 Tonnen exakt gerade wird. Ja, und wenn das halt 3 oder 4 Tonnen ist, dann hat man geringfügige Berg- und Talfahrt, die aber nicht schlimm ist, also in diesem Bereich. Es gibt ja außerdem diese Formel für die wie man das Fahrkomfort auch berechnet, ja. Ja, und dieser Algorithmus bei dieser Formel ist ja relativ einfach. Der wurde vor Jahrzehnten von Eisenbahnkonstrukteuren empirisch ermittelt. Die Formel besagt, dass das Komfortempfinden in einem Fahrzeug von wenigen Größen abhängt, wie Amplitude und Frequenz der Schwingung. Nun kann man die Stringschiene, ihre Stützweite, so auslegen und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges dazu so anpassen, dass die Amplitude und die Frequenz der Schwingung noch im sehr guten Bereich liegen. Hierfür muss man einfach die Tiefe der Schiene, also in dem Fall die Breite von dieser Schiene, muss man genau bemessen. Und den Stützenabstand eben. Und Sie sehen also alle Parameter, die dazu benötigt werden, da ein komfortables Fahren auf Schiene zu gewährleisten, liegen in Hand vom Konstrukteur. Ja, und er kann entscheiden, ob die Bahn komfortabler, sprich gerade und daher schneller befahrbar sein soll oder eben weniger komfortabel, langsamer befahrbar, Bahn aber günstiger im Preis. Man kann die Bahn also schlank und günstig machen, dann spürt man eben die Berg- und Talfahrt und man kann nicht beliebig schnell fahren oder man baut von Haus aus eine tiefere Schiene, die biegesteifer in vertikale Richtung ist und dabei mehr Platz für das innen liegende Seil bietet, ja. Kann man sich ja gut vorstellen, wenn die Schiene breiter ist, dann kann man diese geschwungene Seil noch tiefer verlegen und die macht noch viel mehr Wirkung. Ja, und das gewährleistet eine bessere Geradheit, der Bahn. Auf der rechten Seite sehen wir das prinzipielle Aufbau einer Stringbahn. Man sieht also, dass man bloß mit zwei vorgespannten Schienen, das ist diese Linie da oben, kann man Stützenweiten von 50 bis 100 Metern erreichen. Wenn man aber weitergeht und eine brückenartige Konstruktion noch dazu kombiniert, wie diese Hängebrücke, da kann man Stützenabstände bis 5 Kilometer erreichen. Das sind Abstände, die im normalen Brückenbaubereich, die sind um Dimension ungefähr kleiner. Um diese Vorspannung gewährleisten zu können, die man ja für die Stringbahn braucht, muss man alle 3 bis 5 Kilometer diese Ankerstützen aufbauen. Das ist jetzt an Sicht von oben ungefähr dasselbe, ja? Alle 3 bis 5 Kilometer Ankerstützen, dazwischen Zwischenstützen. Der Abstand von 3 bis 5 Kilometer kommt dadurch zustande, dass der für unseren Planeten übliche Temperaturunterschied zwischen Winter und Sommer von rund 100 Grad Celsius berücksichtigt wird. Ja, weil das macht ja Wärmeausdehnung aus und diese Wärmeausdehnung muss man ja irgendwie im Griff kriegen. Man hat ausgerechnet 3 bis 5 Kilometer, kann man noch schön die Wärmeausdehnung in den Griff bekommen. Da man eh alle paar Kilometer eine Umstiegsstation braucht, kann man die Ankerstützen übrigens auch gut mit den Stationen kombinieren, wie das auch im Ökotechnopark auch gelöst ist.
Zwischen den Ankerstützen werden diese Zwischenstützen aufgebaut, die sind aber viel, viel filigraner als die Ankerstützen, die sind vom Durchmesser her, also vom Querschnitt her, etwas massiver als Straßenlaternen. So, hier ganz unten rechts sieht man prinzipielle Aufbau von einer von einem Skyway-Bahnhof. Die Bahnhöfe werden sich naturgemäß auch in einer gewissen Höhe befinden, deswegen sind sie so konzipiert, dass die Rolltreppen in der Mitte einer kreisrunden Stationshalle ankommen, die von einem beweglichen Bahnsteig umrandet wird. Ja, hier, also man kommt hier an und man kann dann rübersteigen auf dieses bewegliche Bahnsteig. Und die Fahrzeuge bewegen sich mit derselben Kreisgeschwindigkeit wie der Bahnsteig. Und so kann man ganz komfortabel sich hinsetzen und warten, bis das Fahrzeug das Ende der Halle erreicht hat. Und dann geht die Fahrt mit der Reisegeschwindigkeit weiter. Und so kann man es wirklich erreichen, dass viele Fahrzeuge ankommen. Alle 2 Sekunden kann ein Fahrzeug ankommen und alle 2 Sekunden verlässt das Bahnhof ein Fahrzeug und trotzdem hat man innen drin genug Zeit, um sich hereinzusetzen. Auf der nächsten Folie sind die Schienenarten dargestellt, die von Skyway entwickelt wurden. Man unterscheidet also die halbstarre Schiene, die wir schon im Detail betrachtet haben auf der vorigen Folie. Die flexible Schiene, die ähnlich einer Seilbahn zwischen 2 Stationen in einer Entfernung bis zu 2 Kilometer aufgebaut oder gespannt werden kann. Und die starre Schiene, die zur Beförderung von besonders schweren bzw. besonders schnellen Fahrzeugen konzipiert wurde. Die halbstarre Schiene ist dazu gedacht, leichte, abgehängte Fahrzeuge zu transportieren. Das ist diese halbstarre Schiene. Schwere und aufgesetzte Module können damit auch befördert werden. Man braucht aber 2 parallel verlaufende halbstarre Schienen. Diese Bauart wird zum Beispiel bei den Unicons im Innovationszentrum von Sharjah realisiert. Schützenabstand beträgt je nach Bauart und Belastung zwischen 40 und 100 Meter. Die Bahn kann mit konstanter Geschwindigkeit von maximal 100 km pro Stunde befahren werden. Hier sehen wir ein Foto aus dem Ökotechnopark dazu. In der Mitte sehen wir übrigens 2 Rohre, in denen Kommunikationsleitungen bzw. Stromleitungen verlegt werden können. Ja, denn Skyway bedeutet nicht nur Transport, Skyway ist ein Verkehrsinfrastrukturkomplex, welcher das Potenzial hat, alle Fernstraßen, Strom- und Kommunikationsleitungen zu ersetzen. Es wird eben das ultimative Netz der Zukunft sein, das World Wide Web der 2. Generation. So, die flexible Schiene, die ähnelt optisch einer Seilbahn, ist aber im Vergleich dazu, hat wirklich gravierende Vorteile, die heute im Rahmen der News detailliert behandelt werden. Das Grundprinzip ist aber dasselbe. Die Fahrbahn wird ähnlich einer Wäscheleine mit Durchhang aufgehangen und kann mit rollenden Fahrzeugen befahren werden. Im Gegensatz zu einer traditionellen Seilbahn kann man auf einer flexiblen Stringschiene eine Geschwindigkeit von 150 km/h erreichen. Im Stützenbereich muss man langsamer fahren, was bei so riesigen Stützenweiten und einem ordentlichen Durchhang gar kein Problem ist. Denn was passiert, wenn man sich auf einer durchhängenden Schiene in Bewegung setzt, sagen wir auf hier in diesem Gebäude? Die Fahrt geht zunächst bergab, deswegen beschleunigt das Fahrzeug von alleine. Hier im Bereich des größten Durchhangs erreichen wir die größte Geschwindigkeit, also in diesem Fall die Reisegeschwindigkeit von 150 km/h. Und auf diesem Augenblick geht es wieder langsamer, also das Fahrzeug verlangsamt wieder automatisch durch Gravitation. Das heißt also, dass für die Beschleunigungs- und Bremsvorgänge werden weder Motorleistung noch Bremsleistung benötigt. Die Reisegeschwindigkeit regelt sich von alleine und im Stützenbereich kommt man automatisch mit einer geringeren Geschwindigkeit an. Die mittlere Geschwindigkeit beträgt bei dieser Bahn grob überschlagen, also wenn wir hier im 30 fahren und hier 150,
30 plus 150 durch 2 ist ungefähr 90 Kilometer pro Stunde, was ungefähr zweieinhalb schneller ist als eine Seilbahn. Hier, ganz im Eck habe ich noch ein kleines Bildchen dazu gemacht. Das ist die super leichte Bahn, also auch durchhängende Bahn von Skyway. Das ist die neueste Entwicklung und die werden wir heute im Rahmen von den News behandeln. Die letzte Schienenart, die bei Skyway entwickelt wurde, ist diese starre Schiene. Starre Schienen ist dazu da, besonders schnelle bzw. besonders schwere Fahrzeuge zu transportieren. Auch hier sehen wir diese Kabelkanäle, wo drinnen die Kabel für Strom und Kommunikation verlegt werden können. Fahrbahnen sind sowohl unten wie auch oben angeordnet, hier und hier. Das heißt, dass man gleichzeitig diese Bahn mit zwei abgehängten und einem aufgesetzten Fahrzeug befahren kann. Wenn man sich vorstellt, dass es eine wirklich filigrane Leichtbaukonstruktion ist, die ist ungefähr 1 Meter breit und 2,20 hoch, dann ist es eine wirklich Spitzenleistung. Und wenn man das hochrechnet, unten können zwei Busse mit Kapazität von 14 Personen fahren und oben vielleicht ein Fahrzeug mit 12 oder 15 Personen, also gleichzeitig können da 40 Personen fahren und das mit einer Taktung von 2 Sekunden oder 20 Personen pro Sekunde. Das kann man hochrechnen und da kommt raus, auch mit dieser eine Schiene kann man eine ganze Stadt Berlin innerhalb eines Tages wegtransportieren. Ja, das sind wirklich astronomische Zahlen. Man muss ja halt eben nur die Bahnhöfe groß genug bauen. So. Auf dem Bild sieht man auch, dass diese beiden Schienen mittels Isolatoren miteinander verbunden sind. Aber man sieht dieses Zickzack, das sind alles Isolatoren. Die sind dazu da, weil die Stromeinspeisung direkt durch die Schienen erfolgen soll. Dazu wird eine Stromschiene gelegt, entweder seitlich, wie genau, weiß ich noch nicht. Und von dort aus wird der Strom abgenommen. Also man braucht keine Oberleitung, wie das zum Beispiel bei normalen Eisenbahnen der Fall ist. So, das war also zu den Schienen oder zu der Bahn von Skyway, was auch eigentlich die Erfindung an sich ausmacht. Ist ja auch klar, dass, weil die Fahrbahn ist für den Großteil der Kosten eines Transportsystems verantwortlich. Zudem wirkt sich die Fahrbahn auch stark auf die aerodynamischen Eigenschaften der Fahrzeuge aus. Das haben wir ja schon gesehen. Hier auf diesem Diagramm sieht man ganz allgemein, welche Verlustarten ein Fahrzeug hat. Allgemein gesehen sind es vier Verlustarten. Zwei Arten treten im geschlossenen System des Fahrzeuges auf, also die internen Verluste, und zwei Arten treten aufgrund der Wechselwirkung mit der Umwelt auf. Die ersten beiden Verlustarten hat man zuweilen ganz gut mit der Elektromobilität in den Griff bekommen. Ja, diese beiden Elektromobile haben nämlich gar kein Getriebe, also auch keine Getriebeverluste. Und die Elektromotoren von Elektromobilen, die sind sehr effizient. Also man hat einen Wirkungsgrad von 95% oder sogar noch mehr. Das heißt, so viel Prozent der Energie, elektrischen Energie wird in die mechanische Energie umgewandelt. Ja, im Vergleich dazu sind die Automotoren und Dieselmotoren richtige Dreckschleuder. So, aber die beiden anderen externen Verlustarten, da hat Anatolij Nitzki noch sehr großes Verbesserungspotenzial gesehen und das hat er auch ausgenutzt. Hier auf dieser Folie sieht man seine Windkanalversuche, die er seit Jahrzehnten schon macht, mit unterschiedlichsten Modellen. Also man sieht die wildesten Formen, was er geprüft hat. Und man sieht auch, dass diese Form der Fahrzeuge sich schon völlig von den normalen PKWs unterscheidet. Ist ja auch klar. Auf der Stringschiene braucht man keine Knautschzone, da ein Auffahrunfall ausgeschlossen ist. Man braucht auch keinen Platz für einen größeren Verbrennungsmotor, da Radmotoren eingesetzt werden. Und die Unterseite des Fahrzeuges
kann auch aerodynamisch sinnvoll gestaltet werden. Und das macht ja bei normalen Auto keinen Sinn, weil da unten sowieso Turbulenz herrscht. Ja. Und ja, man sieht auch auf diese Formel für den Luftwiderstand, da wird auch klar, nein, diese Formel kommt Geschwindigkeit im Quadrat auf. Das heißt, bei Verdopplung der Geschwindigkeit haben wir Vervielfachung vom Luftwiderstand. Deswegen ist dieser Faktor Luftwiderstand ist so entscheidend bei sehr hohen Geschwindigkeiten, weil der rapide in die Höhe dann geht. Und hier unten sieht man einen Versuch von dem neuesten Fahrzeug Unilot, also Hochgeschwindigkeitsfahrzeug von Skyway. Man sieht, dass dieser Rauch, der kommt an der Spitze an und verlässt das Fahrzeug hinten auch ziemlich an der Spitze. Ja, und wenn der geradeaus dieser Luftstrahl gehen würde, dann würde es heißen, dass hier in der Mitte eine Turbulenzerscheinung auftritt. Aber weil die Strömung sich so schön anschmiedet, anliegt an dem Fahrzeug, heißt es, dass wir wirklich exzellente CW-Werte haben oder Luftwiderstandswerte. Übrigens, die Hersteller von den besten, luftschnittigsten PKWs der Welt haben das mit dem Bodeneffekt auch gecheckt. Hier auf der Folie sieht man, wie das die das dann gelöst haben. Ja, die haben, also das sind die drei besten, luftschnittigsten Fahrzeuge, habe ich jetzt abgebildet. Forte Saxonia, Park Car und Terra Fennec. Ja, die haben diese CW-Werte. Und man sieht, die haben alle halbrunden Boden. Die sind relativ hoch von der Fahrbahnebene erhoben, ne, damit dieser Bodeneffekt so minimal wie möglich wird. Und die haben auch so Spitzen vorne und hinten. Ja, aber Anatoly Unitsky hat herausgefunden, dass mindestens eine Höhe des Fahrzeuges muss man Abstand haben zum Boden, um den Bodeneffekt vollständig zu eliminieren. Ja, und das schafft man ja im normalen Verkehr kaum, weil wenn man zu hoch ist, dann wird ja das Kurvenverhalten viel, viel schlechter. Ja, so. Das zweite, was Anatoly Unitsky verbessert hat, was vielleicht nicht so relevant ist, aber trotzdem hat er da auch Optimierung gebracht, sind die Verluste infolge des Rollwiderstandes, also Verluste infolge der Radfahrung, Rollpaarung. Ja. Man sieht hier eine Tabelle aus der Wikipedia und da sieht man, dass je höher der Wert, CR-Wert ist, desto schlechter ist es. Ja? Ja, also Autoreifen auf Schotter hat sehr miserablen Rollwiderstandskoeffizient. Ja? Man muss viel Kraft aufbringen, um da drauf zu fahren. Und die besten Koeffiziente haben Kugellager und Schienenfahrzeuge. Ja? Eisenbahn. Ja, wenn man aber Eisenbahn vergleicht mit der Skyway-Technologie, sieht man hier ein riesiges Fahrgestell von Eisenbahn. So riesig, dass man die Schiene ja kaum sieht. Deswegen musste ich ja extra Bildchen hier mit aufbringen. Ja, Vergleich dazu ist eine Fahrgestell von Skyway wirklich klein und filigran. Man sieht hier die Schienen, die vier Radmotoren und die Entgleisungsschutzräder. Wenn man die Rollpaarung sich genauer anschaut, hier oben ist das Beispiel mit einer gewöhnlichen Eisenbahn und unten ist das mit dem Skyway. Stellt man fest, dass bei der Eisenbahn wir ein konisches Rad haben, das auf einer abgerundeten Schiene abrollt. Diese Rollpartner berühren sich nur in einem Punkt, daher herrschen in diesem Punkt Spannungen bis zu 1000 Megapascal. Sieht man ja auch hier, ne? Dieser Punkt, und da herrschen riesige Spannungen. Ja, und diese Spannungen sind für jeden Stahl zerstörend. Die Streckgrenze eines höherwertigen Stahls liegt nämlich bei circa 500 Megapascal. Das ist so die kritische Grenze. Zudem ist die Berührungsfläche relativ groß in Fahrtrichtung. Deswegen erschwert sie das Abrollen, denn diese Fläche wälzt sich entlang der Mantelfläche des Rades während des Fahrens. Das konische Rad neigt außerdem dazu, sich im Kreis zu drehen, wird aber durch die Radpaarung zu Geradeausfahrt gezwungen. Das vergrößert zusätzlich den Abrieb und sorgt für Quietschgeräusche. Deswegen muss die Schiene regelmäßig nachgeschliffen und auch mal ausgetauscht werden.
Im Vergleich dazu ist eine Skyway-Schiene gerade, flach und das Rad zylindrisch. Man hat also eine Linienlast. Auf diese Linien verteilt sich die Last viel besser, viel gleichmäßiger. Man hat Spannungen von nur 200 Megapascal, das ist noch im unkritischen Bereich. Und das Entgleisen, was wir hier mit diesem Kranz vermeiden, vermeiden wir bei Skyway mit diesem seitlichen Entgleisungsschutzrad. Und das optimiert nochmal das Abrollen. Das Abrollen geht leichter einher. Außerdem ist diese Berührungslinie sehr schlank in die Fahrtrichtung. Deswegen geht auch das Abrollen viel einfacher als bei der Eisenbahn. Hier sieht man den Verlauf unseres Projektes, wie das Ganze angefangen hat. Also im Jahre 78 hatte Anatolij Junicki seine zündende Idee. Bis zum Jahre 2014 hat er geforscht und die Kerntechnologie entwickelt. Und 2014 hat er gesagt, er ist schon so weit, um auf den Markt gehen zu können. Das hat natürlich viele, also das bedeutet, ab 2014 hat er viel Finanzierung gebraucht. Vorher hat er versucht, über unterschiedlichsten Organisationen, Regierungen, Oligarchen an das Geld zu kommen. Der hat immer Absagen bekommen, bis er verstanden hat, dass die Menschen, die jetzt an der Macht sind, die leben eben vom Stand der Dinge, wie er ist. Und wenn man was verändern möchte, dann muss man die Menschen ansprechen, die an dieser Veränderung auch interessiert sind. Also die normalen Menschen. Ja. Und deswegen hat er 2014 die Vorfinanzierungsaktion ausgerufen. Ab 2014 kann jeder in das Projekt Skyway investieren. Das heißt, man sagt, man findet gut das Projekt und man unterstützt es finanziell und bekommt dafür Geschäftsanteile, die man, wenn das später Erfolg wird, dann später auch veräußern kann. Ja, also ab 2014 begann die Design von den marktfähigen Fahrzeugen. Dann das Bauvorhaben 2015, das war der Ecotechnopark, unser Testgelände, hat man 2015 angefangen aufzubauen. Mit der Demonstration und Zertifizierung hat man ungefähr ab 2016, 2017 angefangen und jetzt befinden wir uns in der Phase der Markteinführung. Man sieht hier, wie das Ganze angefangen hat, das war das Jahr 2015, so hat das Ganze ausgeschaut, Ecotechnopark, das war ja nur grüne Wiese, auch noch mit Altlasten. Heute sieht das Ganze so aus, wir haben Bahnen, die sieht man leider kaum, weil die ja so schlank sind, aber drei Bahnenarten sieht man hier auf dem Foto. Wir haben Fertigungshallen, wir bauen noch andere neue Fertigungshalle und wir haben ein fünfstöckiges Bürogebäude in Minsk. So, das ist unser Testgelände nahe Minsk in Marina Gorka. Wie gesagt, 2015 hat man angefangen, das aufzubauen. Das sind die heutigen Fotos dazu. Das Ganze hat ungefähr 240 Millionen US-Dollar gekostet oder ist ja noch nicht ganz fertig. Finanziert wird das Ganze durch Vollfinanzierung. Und Zweck ist eben die Umsetzung, Zertifizierung und Demonstration der Skyway-Technologie. Das Ganze befindet sich auf einem Platz von rund 36 Hektar. So, was wir sonst noch vor kurzem dazu bekommen haben, ist unser neues Projekt in Arabischen Emiraten. Und zwar baut Skyway ein Innovationszentrum in dem Innovationszentrum von Sharjah im Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Beginn der Bauvorbereitung war schon April 2018 und Baubeginn war im Oktober 2018. Man hat aber recht spät darüber die Informationen herausgegeben, weil man einfach Angst hatte, dass die Lobby was dagegen machen konnte. Die Unterschiede zum Ökotechnopark in Weißrussland sind, dass hier die gesamte Transportdienstleistung demonstriert wird und nicht nur die Bahnen, also auch die Infrastruktursysteme für Menschen, also Weichen und Stationen und so weiter.
Außerdem wird hier in Sharjah die Skyway-Technologie in völlig anderen klimatischen Bedingungen demonstriert, weil die Araber sagen, in unseren Klimabedingungen kann man gar nichts bauen, das verwässt ganz schnell. Aber deswegen musste man das aufbauen und zeigen, dass es auch in diesen Bedingungen geht. Außerdem werden neue Fahrzeugtypen wie Unicar T, der tropische Unicar, vorgestellt oder Unicont. Das ist dieses Modul zum Transport von Seekontainern, sieht man hier. Und außerdem kommt in der Universität von Sharjah eine Akademie für die Expertenausbildung von Skyway, was auch ein großer, großer Schritt ist. So, hier auf dieser Folie sehen wir unterschiedliche Arten von Fahrzeugen, die man aufgebaut hat bis jetzt in den 3 Jahren, zweieinhalb Jahren. Ja, man sieht hier die beiden ersten Fahrzeuge, Unibike und Unibus für 14 Personen. Das hat man schon auf der Messe InnoTrans 2016 vorgeführt. Das ist Unitrack für die Schütt- und Flüssiggüter. Uniwind werden wir heute nochmal besprechen. Zweischienige Unibus. Und das ist Hochgeschwindigkeitsunilot, der bis 500 km/h geht. Die Vorteile der Skyway-Technologie, die liegen eigentlich auf der Hand. Der erste und größte Vorteil ist natürlich die Verkehrssicherheit. Man hat keine Kollisionsgefahr, man hat die konstruktiv ausgeschlossen. Weil das eigentlich, das wird ja automatisch gesteuert, das Ganze. Und uns kommen keine Menschen oder Tiere in der Quere da oben. Außerdem haben wir hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge, abgesichert durch Entgleisungsschutzsystem und Einzelradfederung. Also das geht auch in Richtung vom Fahrkomfort. Wir haben hohen Schutz bei Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben und anderen Extrembedingungen. Ist ja auch klar, wir können die Bahn so hoch wie möglich, wie nötig aufbauen. Wenn wir wissen, kann ein Tsunami kommen, dann kann die Bahn auch in der Höhe von 15 Meter aufgebaut werden. Und ein Tsunami macht so eine Zwischenstütze nicht aus. Man kann das auch sogar in den Videos sehen von Tsunamis. Da werden ganze Häuser weggeschwemmt, aber die Palmen, die bleiben stehen, weil die einfach keine Segelwirkung haben. Die sind zu schmal. Damit die erfasst werden von der Welle. Genauso ist es bei Skyway-Bahnen. Der nächste Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit. Wir haben einen minimalen Baumaterialaufwand. Wir haben keine umweltschädlichen Erdaushübe. Wir stören nicht die Tierwanderungen. Wir haben einen minimalen Flächenbedarf. Wir machen auch keine Eingriffe in den Grundwasserhaushalt. Keine Abgase, kein Tausalz oder Reifenabrieb. Und außerdem das Ganze, das Fahren geht mit einem sehr niedrigen Energiebedarf. Dritter Vorteil ist der Komfort. Wir haben hohe Ebenheit der Fahrstrecke, das heißt auch geringe Fahrgeräusche, kurze Wartezeiten, Tür zu Tür. Also wenn wir ankommen auf einer Station, dann weiß schon das System, da ist ein Passagier gekommen, dann kommt automatisch ein Fahrzeug, man setzt sich sofort rein, tippt sein Ziel ein und los geht die Fahrt. Und das Ganze ist automatisch gesteuert, ja, man muss nicht lenken. Und der vierte Vorteil ist schon eine sehr hohe Geschwindigkeit. Ja. Schneller kann man nur fliegen, also, aber alle Landfahrzeuge sind langsamer in der Regel als Skyway-Bahn. Ja, und deswegen sieht man auf diesem Diagramm die Vorteile zusammengefasst, die Richtungskosten, Betriebskosten, Umweltbelastung und Unfallgefahr verglichen das ist Magnetschwebebahn, das ist Monorail, Kfz-Verkehr und das ist eben Eisenbahn und Skyway. Und man sieht, überall schneidet Skyway am besten ab. Überall. Das ist also von Errichtungskosten viel billiger als alles andere. Von Betriebskosten, weil es eben energieeffizient ist. Umweltbelastung aus demselben Grund und Unfallgefahr, weil wir auf der zweiten Ebene uns befinden und automatisch gefahren werden. Hier auf dieser Folie sehen wir noch ein paar weitere Bestandteile unserer Technologie. Wir haben auch eigene Elektromotoren. Auch die ganzen Fahrzeuge werden in einzelnen Details von dem Unternehmen Skyway Technologies CO entwickelt
Es gibt nur wenige Zugaufteile, also selbst die Sitze, selbst die Karosserie und so weiter wird alles intern gebaut und konstruiert. Wir haben Drohnen. Also die Drohne, die wird gerade entwickelt auf der Basis von einem Hubschrauber. Daraus hat man Drohne gemacht, damit einfach dieser Hubschrauber mehr Tragfähigkeit hat. Also der wird von außen gesteuert. Deswegen kann ja das Gewicht von dem Pilot und die ganzen Steuerungsgerätschaften ja ausfallen. Die Drohnen sind dazu da, um die Zwischenstützen von oben aufzubauen. Ist ja auch klar, ansonsten braucht man in die Pampa noch eine Straße hinzubauen, um da Stützen aufzubauen, würde ja keinen Sinn machen. Außerdem haben wir Blockchain-Technologie. Blockchain-Technologie, wenn das jemand nicht weiß, das ist die sicherste Technologie zum Übertragen von Daten und zur Speicherung von Daten. Und diese Technologie wird eingesetzt, um die Kontrollsignale an das ganze System sicher zu versenden. Ja, weil die ganzen Fahrzeuge werden ja automatisch gesteuert und Sicherheit braucht man, damit da keiner sich reinhackt. So, auf dieser Seite sieht man auch, wie viele Zertifikate, Auszeichnungen, Patente und so weiter das Unternehmen und Anatolij Nitschke persönlich hat. Aber das ist ein Thema für sich. Werden wir heute auch kurz darauf eingehen in den News. So, News. Aktuelle News sind nicht so viele heute. Meistens sind das technische News. Deswegen, ja, erzähle ich ein bisschen von der Technik. Die erste News geht über Infrastrukturanlagen von Skyway. Letztes Mal gab es eine Frage zu Weichen von Skyway und wie auf Vorbestellung kam ein paar Tage später dieser Bericht. Es gibt ein spezielles Konstruktionsbüro bei Skyway, welches sich allein mit den Infrastrukturanlagen beschäftigt. Zu den Infrastrukturanlagen gehören Weichen, Kehrschleifen, Richtungswechselradien, Übergänge zwischen unterschiedlichen Schienenarten, Infrastrukturanlagen zur Personenbeförderung auf den Stationen und Frachtterminalanlagen, Hilfsaggregate und so weiter. Also all das, was Veränderung der Richtung der Verkehrsströme auf der Schiene und Störung des Verkehrsstroms auf den Stationen betrifft. In dem Betrag geht es speziell um die Weiche, die ja schon seit circa 2,5 Jahren im Ecotechnopark in Betrieb ist. Es ist eine völlig neuartige Weiche, weil die Verkehrsstruktur von Skyway sich schon sehr von anderen Transportsystemen wie zum Beispiel Eisenbahn unterscheidet. Ja, vor allem was die Radkonstruktion und die Ausrichtung der Rollbahn auf der Schiene angeht. Diese Weiche, die im Ökotechnopark verbaut wurde, da sieht man die auf den Fotos hier und hier, hat eine ja, verfahrenstechnische Funktionen. Die verbinden nämlich die Fahrbahn mit einem Blindgleis und dadurch wird die Einfädelung der Fahrzeuge auf die Stringschiene realisiert. Wir erinnern uns, die Zusammenführung der Fahrzeuge mit der Schiene kann nur durch ein Blindgleis erfolgen, denn die Entgleisung ist auf der freien Strecke einfach konstruktiv ausgeschlossen. Man kann nicht entgleisen. Die Weiche ist im Bereich der Kehrschleife aufgebaut, die nicht vorgespannt ist. Hier auf dem Bild sieht man die Fachwerkstruktur, sieht man hier, ne? Das ist die ungespannte Bereich. Ne? Im Vergleich zu den gespannten Bereichen sieht man sogar auf diesen kleinen Fotos, wie viel mehr Material man braucht, wenn man ungespannt fährt. Ja. Im Interview hat man noch gefragt, ja, ob die Weiche im Arabischen Emiraten anders sein wird. Der Konstruktionsleiter hat gesagt, das wird so ähnlich sein wie diese Weiche. Wir sehen, hier werden wir einen ganz anderen Typ der Weichen haben, aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Und das wird sich wahrscheinlich noch in Schmierstoffen und Motoren vielleicht unterscheiden, die für wärmere Regionen geeignet sind. Ja, auf jeden Fall werden die Weichenanlagen in Sharjah und Dubai viel komplexer sein. Aber weil ja das Grundprinzip erhalten bleiben soll, ist es vom großen Vorteil, dass wir schon eine praxiserprobte Konstruktion haben, die den Grundanforderungen
die uns von den Kunden gestellt werden, genügt. So, in dem nächsten Beitrag ging es um die neueste Entwicklung von Skyway, das ist der Uniwind und die superleichte, flexible Bahn. Dieses Transportsystem ähnelt optisch einer gewöhnlichen Seilbahn, hat aber ihr gegenüber gravierende Vorteile, vor allem was Fahrgeschwindigkeit, Geräuschentwicklung und Lebensdauer der Bahn angeht. Hier oben habe ich skizzenhaft die Rollpaarung für eine Seilbahn und für eine superleichte Stringbahn aufgezeichnet. Bei einer Seilbahn bewegen sich die Rollen direkt auf dem Seil. Ja, das von Natur aus ja biegeweich ist. Und das Seil verformt sich relativ stark. Die einzelnen reiben aneinander und verschleißen. Ja, also es kommt Reibung zwischen den einzelnen Drähten. Hinzu kommt, dass man wenn man diese Abrollstellen genau anschaut, dann berührt dieses Rad nur in den einzelnen Punkten das Seil. Das heißt, in diesen Punkten haben wir wieder gewaltige Spannungen und damit auch Abrieb. Und deswegen muss ein Seil bei einer Seilbahn in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Außerdem kommt es bei Seilbahn zu einer relativ großen Geräuschentwicklung, was bei hohen Geschwindigkeiten zu richtigen Problemen werden kann. Im Gegensatz dazu besteht eine superleichte Stringschiene aus einem Endlosrohr. Hier sehen wir das Rohr. In welches mit aus hochfestem Stahl besteht und gewichtsoptimiert ist. Das heißt, so viel Wandstärke wie möglich hat, wie nötig hat. Dieses Rohr ist gefüllt mit diesen Stahldrähten. Ja, ist wirklich voll gefüllt, sieht man auch hier auf diesem Foto. Und die Leerräume sind wieder mit diesem Spezialbeton verfüllt, was letztendlich zu einer Versteifung der Konstruktion führt. Man kann sich, denke ich, gut vorstellen, dass mit hochfesten Materialien bestücktes Rohr viel steifer, also viel biegesteifer ist als ein Seil. Das Rohr ist zudem auch noch glatt, das führt zu einem kleineren Rollwiderstand, als bei einer Seilbahn der Fall ist, und natürlich auch zu einer kleineren Geräuschentwicklung. Und der wichtigste Faktor ist, dass das Rad gleichmäßig auf dem Rohr aufliegt. Man sieht ja hier, im Vergleich zu diesen roten Punkten haben wir eine Linienlast wieder. Ja, das Rad sitzt gleichmäßig auf dem Rohr, deswegen kommt es nicht zur Überlastung. Die Schiene ist wieder dauerfest. Man kann mit so einer Schiene über viele Jahrzehnte fahren und da passiert wirklich nichts. Die Schiene verschleißt nicht, und kann wirklich diese viele Jahrzehnte genutzt werden. Ja, oh, ja gut. Hier auf der nächsten Folie sieht man nochmal, wie der Sattel ausschaut, ne, auf einer Zwischenstütze. Man sieht, der Sattel ist relativ lang, das heißt, der Biegeradius wird hier relativ groß sein und man kann auch höchstwahrscheinlich diese Sattelbereiche auch mit hoher Geschwindigkeit befahren, also aus meinem Gefühl 50 km/h und mehr. Denn es ist eben keine Seilbahn, sondern das ist ein Schienenfahrzeug, was auf hochgespannten Schienen fährt. Man muss es unterscheiden. Ja, im Interview hat Vadim Savchenko, der Leiter von den Stadttransportsystemen, einige Details über dieses Transportsystem, weitere Details offenbart. Zweck dieser Entwicklung war wirklich, dass eine weitere Marktnische erreicht wird. Das Hauptziel war die Minimierung des finanziellen Aufwands, sowohl bei der Errichtung als auch im Betrieb. Es ist wirklich ein kostengünstiges System. Sowohl die Bahn als auch die Fahrzeuge sind vor allem preisgünstiger, aber auch weniger tragfähig als die zuvor entwickelten Systeme.
Mit den Uniwins kann man entlegene Gebiete, die von traditionellen Fahrzeugen oder Transportmitteln kaum zu erreichen sind, leicht und kostengünstig erreichen. Ebenso kam das Uniwind-System als günstige und elegante Alternative zum Brückenbau eben für kleinere Brücken angesehen werden. Oder auch für gebirgige Gebiete, die Einsatzmöglichkeiten sind wirklich vielfältig. An der Idee der Kostenersparnis knüpft auch der modulare Aufbau von dem Uniwind. Ja, der Uniwind ist tatsächlich modular aufgebaut. Weiß nicht, ob das jemandem schon aufgefallen ist, dass der unten so Abstellfüße hat. Ja, das heißt, das System ist in Einzelkomponenten wie Fahrwerk, Gehänge und Kabine zerlegbar und kann mit anderen Komponenten kombiniert werden. So kann zum Beispiel die Fahrgastzelle abgekoppelt werden und durch anderes Modul, zum Beispiel eine Kabine mit größerer Kapazität oder durch ein Frachttransportmodul ersetzt werden. Vielleicht ist es einem oder anderen aufgefallen, dass das damals schon Anatoly Junitski gesagt hat, dass es kommen Personalwagen, also individuell nutzbare Wagen. Und das ist wirklich der erste Schritt dazu, weil eine abgekoppelte Kabine wird man tatsächlich auch kaufen können. Und die wird auch sehr wenig Geld kosten. So eine Kabine wird ungefähr 1000 Dollar kosten, hat Anatoly Junitski mal gesagt. Ja? Und die kann eigen sein. Und dieses Gehänge und das Fahrwerk, das ist halt die Sorge von Skyway. Das braucht man ja selber, sich keinen Kopf zu machen, um irgendwelche Verschleißteile oder TÜV und so weiter. Das ist die Mobilität der nächsten Generation. Ja, die Entwicklung dieser Bahn wurde ja Anfang 2018 eingeleitet, persönlich von Anatoly Junitski, und schon zum Ökofest, also im Juli 2018, war das Modul und die Bahn schon quasi fertig. Also in der Bahn hat nur noch die Verfüllung, glaube ich, gefehlt, ansonsten war die schon fix und fertig. Dieser ganze Prozess verlief nach der Norm ISO 9001. Die Skyway-Technologie wurde zertifiziert letztes Jahr vom TÜV Thüringen. Ja, also die Probefahrten hat man im Dezember angefangen oder Januar, und man sieht schon auf dem Video, dass sie jetzt schon mit gehöriger Geschwindigkeit fahren. Jetzt sieht man so vom Gefühl her 50 bis 70 Kilometer pro Stunde. Ja, also wirklich. Und dabei ist es sogar ein Seitenwind. Und man sieht, dass trotzdem die Kabine sehr stabil fährt. Die Zertifizierung von dem Uniwind ist dann Ende des Frühlings, Anfang des Sommers geplant. In dem Uniwind soll ja günstiger sein als zum Beispiel Unibike, aber dieser Uniwind, was jetzt schon im Ökotechnopark verbaut oder aufgebaut wurde, der hat eben viel mehr Elektronik mit drin als Unibike. Denn der hat schon diese automatische Steuersystem, was eigentlich die ganzen Skyway-Fahrzeuge haben werden. Und ja, wenn man das vergleicht mit einem PKW mit autonomem Fahren, welches eigentlich nur die Umgebung abtastet und auf die Umweltbedingungen reagiert, dann funktioniert dieses autonome Fahren bei Skyway-System ganz anders. Denn dieses Modul ist gleichzeitig, besteuert gleichzeitig und regelt auch andere, also sein eigenes Verhalten und das Verhalten von den anderen Modulen des Systems. Ja, ist auch mit Steuereinheit. Hier sieht man auch, dass die Stützen so aufgebaut wurden, dass die Straße dadurch fahren kann. Damit zeigt man, dass man in jeder Stadt diese Struktur nachbauen kann. Und wenn man wieder hochrechnet, diese Struktur kann alle 2 Sekunden ein so ein Modul tragen, ein Uniwind mit 2 Personen. Also eine Person pro Sekunde kann damit fahren. Ja, und in beide Richtungen. Und wenn man das hochrechnet auf den Tag, dann kommt man auf 170.000 Personen pro Tag mit so einer filigranen Struktur.
Ja, die nächste Folie sieht man, dass noch ein Beitrag gekommen ist, der langsam schon zur Tradition wird, über Insider bei Skyway. Es ging bei diesem Beitrag um den Entwicklungszentrum für Fahrzeuge. In einem Interview mit Andrei Zaitsev, ja, das ist der Leiter von dem Entwicklungszentrum, ja, hat er über die Arbeit von seinem Zentrum erzählt. Das Zentrum besteht aus 5 Konstruktionsbüros und 2 zusätzlichen Büros, die eben keine konstruktive Aufgaben übernehmen. Die Konstruktionsbüros sind hier aufgeführt, also das ist Konstruktionsbüro Zusammenbau, Karosserie, Steuerungskontrollsysteme, Fahrgestelle und elektrische Systeme. Diese Konstruktionsbüros sind mit Ingenieuren besetzt, je nach Aufgabenfeld Elektro- oder Maschinenbauingenieuren. Nur in dem Konstruktionsbüro Steuerungs- und Kontrollsysteme sitzen die meisten Menschen, das sind halt dann Programmierer, die ganzen Algorithmen programmieren. Eines ja, der beiden Büros, die keine Konstruktionsbüro sind, ist dieses Büro für technische Dokumentation. Hier werden Gebrauchsanleitungen, Verfahrensanweisungen, Begleitscheine, Produktpässe, Ersatzteilkataloge und so weiter erstellt. Dieses Büro nimmt also nicht direkt an dem Entwicklungsprozess teil, unterstützt vielmehr den Kunden mit begleitenden Dokumentationen. Das zweite Nicht-Konstruktionsbüro ist dieses Büro für Funktions- und Systemanalyse. Die Aufgaben dieses Büros ist die Definition von technischen Anforderungen an die Konstruktion, Durchführung der Kosten- und Funktionalitätsanalysen, Risikomanagement und Beschreibung von möglichen Szenarien des Verhaltens des Transportmittels auf der Schiene und Erarbeitung von Funktionsalgorithmen. Das sind so die vielfältigen Aufgaben von dem Funktions- und Systemanalysebüros. Andrei Zaitsev hat erzählt, wie der Entwicklungsprozess in seinem Zentrum abläuft. Wenn ein Entwicklungsauftrag ins Haus kommt, fängt zunächst das Konstruktionsbüro Zusammenbau mit dem Konstruktionsbüro Funktions- und Systemanalyse die Arbeit an. Dazu kommen ganz schnell die Profis aus dem Entwicklungszentrum für Design. Das ist ein anderes Zentrum. Ja, und in dieser Phase werden die ersten Entwürfe erstellt. Und auch die wichtigsten technischen Parameter festgelegt, wie Tragfähigkeit, Personenanzahl, Masse, Abmessungen und so weiter. Es werden mehrere Varianten erstellt, eine von denen dann ausgewählt wird und ins Rennen geht. Danach werden detailliertere Berechnungen gemacht. Das Produkt geht in die Phase der Skizzen, von der Phase der Skizze in die Phase der detaillierten 3D-Modellen im System 3D-Experience. In dieser Phase schalten sich auch die Konstruktionsbüros für Chassis, elektrische Systeme, Karosserie und Steuerungs- und Kontrollsysteme hinzu. Am Ende dieser Etappe hat man schon ein digitales Abbild des Produktes in Volumen und Formen, als auch die Schalt- und Funktionsbilder der Steuerungssysteme und elektrischen Anlagen. In der nächsten Phase werden die Systeme detailliert ausgelegt und Konstruktionsdokumentation wird erstellt. Die digitalen Modelle, für die Mechanik und für die Elektrik werden anschließend in die Fertigung geschickt. Aber auch in die Fertigung, auch bei den Tests und Zertifizierungen begleiten die Fachleute des Entwicklungszentrums das Produkt, um beste Qualität zu gewährleisten. Man sieht also, dass auch hier diese Verfahren der Norm ISO 9001, also des Qualitätsmanagement-Norm, implementiert wurden. Denn die Norm definiert Qualität als die Fähigkeit eines Produkts, die Kundenerwartungen zu erfüllen. Und Preis und Leistung sind eben beides Kundenerwartungen, die in den meisten Fällen gegenläufig sind. Deswegen besteht die Kunst darin, ein optimales Verhältnis zwischen Preis und Leistung zu finden. Im Organisationsdiagramm sieht man, dass da diese gesonderte Abteilung, diese Funktions- und Systemanalyse genau dazu erschaffen wurde, um diese Verfahren da auch abzufahren, die von der Norm auch gefordert werden.
Zu den Plänen für 2019 hat Andrei Zaitsev gesagt, dass die oberste Priorität ist natürlich Skyway Innovationszentrum in Sharjah. Außerdem werden zurzeit die Antriebsaggregate für den Hochgeschwindigkeits-Unibus mit der Spurbreite von 1 Meter entwickelt. Außerdem hat man auch Aufgaben zu den schon bestehenden Modulen, wo die Konstruktion in der Versuchsphase mitwirkt und etwaige Nachbesserungen bzw. Optimierungen einleitet. Jedoch ist doch der Hauptaugenmerk wirklich dieser Innovationszentrum in Sharjah. Dort werden auch neue Module präsentiert, wie der tropische Unicar, Unicont, in abgehängter und aufgesetzter Aufführung. Außerdem kommen noch größere Unibusse mit viel höherer Transportkapazität, auch in abgesetzter und abgehängter Variante, und auch Unitrucks, also diese Frachttransportmodule, auch abgesetzt und aufgehängt. Und diese Modellreihe kann sich auch noch verändern, je nach Kundenwünschen. Ja, als Herausforderung bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge sieht der Leiter den Zeitfaktor, denn alle Ingenieursaufgaben sind im Prinzip lösbar. Jedoch geht es hier um prinzipiell neues Transportmittel, wofür noch keine Erfahrungswerte vorliegen. Ein neuartiges, jedoch zuverlässiges Transportmittel in kürzester Zeit zu entwickeln, ist eben keine einfache Aufgabe. Die andere Schwierigkeit ist die Multifunktionalität der Systeme. Ja, das werden wirklich unterschiedliche Bereiche, die müssen miteinander gekoppelt werden. Es ist aber das Arbeitsklima, ist eben sehr gut in seinem Zentrum. Das Team ist jung und dynamisch und die Fluktuation ist fast null. Also nur 2 Menschen haben sein Team verlassen in den 4 Jahren. Und seit neuestem hat er sogar weibliche Konstrukteurinnen im Team. Ja, in diesem traditionell männerdominierten Bereich ist es eher ungewöhnlich, dass Frauen mit im Spiel sind. Jedoch hat man gemerkt, dass mit dem Kommen der ersten Damen, dass die Arbeitsstimmung im Team deutlich besser geworden ist. Deswegen hat man jetzt gezielt auf mehr Frauen gesetzt. Wichtig ist eben, dass alle Mitarbeiter ihre Arbeit wirklich lieben und ihren Beruf gerne ausüben. So, die nächste, ja, oder die letzte News ist, dass das Unternehmen Skyway ein neues internationales Zertifikat bekommen hat. Diesmal ging es um die Zertifizierung nach dem Standard ISO 45001 aus dem Jahre 2018. Das ist eine Norm für Arbeitsschutzmanagementsystem, die auch eine Anleitung zu einer Umsetzung beinhaltet. Diese Norm ist auf der Basis der britischen Norm OHSAS 18001 entstanden, die den betrieblichen Arbeitsschutz beschreibt, beinhaltet aber auch Grundsätze für betriebliches Gesundheitsmanagement. Das eine ist also in erster Linie die Vermeidung von Arbeitsunfällen, das andere ist die gesundheitliche Vorsorge der Mitarbeiter. Die Norm ist relativ jung, weniger als ein Jahr alt, und die Prüfer vom Prüfinstitut CAE Global, die Zertifizierung durchgeführt haben angemerkt, dass Skyway in ihrer Praxis das erste Unternehmen ist, welches sich nach der neuen Norm zertifizieren ließ und allgemein eines der ersten Unternehmen weltweit, welches sich dieses Zertifikat geholt hat. Das Zertifikat bestätigt, dass das Unternehmen ein Managementsystem für Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge entwickelt und eingeführt hat und eben das System auch aktiv praktiziert. Neben den Zertifikaten nach ISO 9001 für Qualitätsmanagement und ISO 14001 für Umweltmanagement ist dies mit das wichtigste Zertifikat, welches das Unternehmen Skyway Technologies CO erlangt hat. Das sind alles international anerkannte Zertifikate, die den Kunden gegenüber einen Beweis dafür bringen, dass bei Skyway nach höchsten Qualitätsstandards, mit einem hohen Maß an Umweltbewusstsein und mit Fürsorge für das eigene Personal gearbeitet wird. Mit der Zertifizierung nach ISO 45001 setzt Skyway ein Zeichen, dass es nicht bloß den Branchenführern hinterherläuft, sondern durchaus auch eigene Standards setzen kann.
So, jetzt kommen die Kurznachrichten. Die erste wichtigste Nachricht ist der Discountwechsel am 10. Februar. Findet der statt, also in 2 Tagen, werden die Anteile von Skyway teurer. Also wer noch vorhat, dann solle handeln jetzt. So, die anderen Kurznachrichten. Vor wenigen Tagen besuchten Regierungs- und Wirtschaftsvertreter von Georgien den Ecotechnopark von Skyway. Besonderes Interesse galt den Lösungsmöglichkeiten im Bereich Touristik und Gebirgsregionen. Außerdem wird momentan in Georgien ein einheitliches Verkehrsnetz diskutiert, welches alle Großstädte miteinander verbinden soll. Weitere Einzelheiten zu diesem Besuch werden in Kürze in einem Interview mit Dr. Guramishvili, dem Direktor von Frachtverkehrsdepartement der Georgischen Eisenbahn, veröffentlicht. Okay. Das Internetportal Technology.org hebt die Aktualität der raketenlosen Erschließung des Weltraums hervor und veröffentlicht in diesem Zusammenhang den offenen Brief von Anatoly Junitsky an Elon Musk und Jeff Bezos, den Anatoly Junitsky ja im Dezember veröffentlicht hat. So, Brief mit Ratschlag aus der Zukunft. Gestern wurden E-Mails von Skyway Capital an diejenigen verschickt, die sich in den Jahren 2015 bis 2017 registriert, aber bisher nichts investiert haben. Bei dieser Aktion erhalten Sie nun einen Bonus von plus 10% Anteile auf alle Pakete, sofern Sie bis zum 10. Februar 2019, also vor dem Diskontwechsel, investieren. Training in Belgien. In Antwerpen findet am 16. und 17. Februar 2019 zwei wichtige Trainings statt. Einmal das Training Luxury Sales Booster mit Juri Galata, wo die Besonderheiten im Umgang mit Großinvestoren erklärt werden. Und zum anderen das Training Duplikation, wie baut man ein erfolgreiches Geschäft auf, mit František Solar. Hier geht es um Strukturaufbau und erfolgreiches Netzwerkmarketing. Ich habe dieses Training bereits selber letztes Jahr im November in Vilnius besucht und fand es äußerst motivierend und nützlich. Kann daher das wirklich jedem ans Herz legen, da mitzumachen. Die Plätze vor Ort sind bereits ausverkauft, aber man kann noch online teilnehmen. Die Anmeldung für Online-Teilnahme ist im Backoffice noch bis zum 15.02.2019 möglich. Natürlich wird es auch eine Übersetzung ins Deutsche geben. So, Modellreihe von Skyway auf einen Blick. Es wurde ein Überblick der Fahrzeuge, die innerhalb der letzten 5 Jahre von Skyway entwickelt wurden, veröffentlicht. Insgesamt waren das 9 unterschiedliche Modelle, 7 für Passagier und 2 für Frachtverkehr. Außerdem befinden sich 5 weitere Fahrzeuge in Ausarbeitung. So, okay, das war's dann von meiner Seite. Vielen